Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute wieder ein Kundenblatt mitgebracht. Hier geht es um eine Frau, die gerne wissen möchte, wie es mit ihrem Herzensmann weitergeht. Sie ist momentan Single, hat aber einen Herzensmann und möchte einfach gern wissen, wie es mit ihm weitergeht. Und noch möchte sie gerne wissen, wie es mit ihr beruflich weitergeht. Sie studiert momentan und möchte gerne wissen, wie es nach dem Studium für sie beruflich weitergeht. Man sieht hier schon, dass die Frau direkt in die Treffen und in die Anerkennung reinschaut. Also sie wird unterwegs sein, sie wird Anerkennung bekommen, vielleicht auch von ihrem Herzensmann. Und das tut ihr momentan sehr gut. Also sie schaut da direkt rein, das kommt auch mit Sicherheit. Und sie hat aber hier auch eine abwartende Haltung. Das finde ich an der Stelle sehr gut, dass sie alles auf sich zukommen lässt, dass sie selbst nicht aktiv auf ihren Herzensmann zugeht und dass sie da wirklich abwartet. Wir haben auch hier Verluste und Blockaden liegen, die momentan eine positive Veränderung verhindern. Das weiß sie auch, dass momentan nichts in eine positive Richtung verläuft und das drängt sie momentan weg. Ihr Herzensmann möchte einen Neuanfang, er möchte auch eine Beziehung mit ihr. Aber momentan ist er an einem Punkt, wo es nicht weitergeht, also wo er weder nach vor und auch nicht zurück kann. Also er stagniert momentan mit ihm und er weiß einfach selber nicht, in welche Richtung es mit ihm auch geht. Was er überhaupt nicht mag, ist hier eine Kommunikation mit einer Frau. Es kann ja eine Mutter sein, aber auch eine andere Frau. Ich tendiere eher dazu zu sagen, dass es hier eine andere Frau auch in seinem Leben gibt. Und hier gibt es auch dann die Verwicklungen. Was hier auch sehr stark liegt, ist, dass die Liebe der beiden Hauptpersonen, und Liebe ist auf jeden Fall da, im Geheimen ist. Also es ist anscheinend eine heimliche Liebe, wo niemand etwas davon weiß. Und das Ganze bringt auch Unklarheit. Es scheint hier auch so zu sein, dass hier eher eine Affäre stattfindet zwischen den beiden. Hier liegt sehr stark die Unverbindlichkeit und auch eine Sexualität. Und da gehe ich eben davon aus, dass es hier wirklich um eine Affäre handelt. Hier liegt die Sexualität, hier liegt die Unverbindlichkeit. Und eine Affäre ist ja auch unverbindlich. Und diese Unverbindlichkeiten, die werden auch weiterhin bestehen. Die Sexualität geht aber immer wieder in den Verlust, also es ist so ein Kommen und Gehen. Man trifft sich, man hat Spaß miteinander und dann geht jeder wieder seine eigenen Wege. Also ich tendiere sehr stark zu sagen, dass es hier wirklich um eine Affäre geht, aber nicht nur um eine Affäre. Die beiden haben Gefühle füreinander. Momentan sind die Gefühle aber im Verborgenen und es ist eher hier so eine Affäre, oder wie soll ich sagen, eine Affäre plus, also mit wirklich sehr starken Liebesgefühlen. Und das Ganze geht eben, wie gesagt, immer wieder in einen Verlust. Also man trifft sich, man tankt wieder Energie, man tankt wieder Kraft und vergisst einfach die Alltagssorgen in dieser Affäre. Es wird aber für unsere Klientin hier wirklich zu einem Zwiespalt kommen, weil der Mann hier einfach nicht in die Gänge kommt. Er scheint nicht dem Ganzen so treu sein zu wollen, wie es eigentlich sein sollte. Also er ist wirklich sehr stark unverbindlich, er möchte es nicht vertiefen und er möchte dem Ganzen auch nicht treu bleiben. Er möchte quasi kommen, wenn es ihm passt und gehen, wenn es ihm passt. Eine gewisse Regelmäßigkeit möchte er nicht einfließen lassen. Ja, und das Ganze bringt halt dann wirklich einen Zwiespalt für unsere Frau, weil unsere Klientin hier wirklich auch mehr möchte. Es wird aber so sein, dass unsere männliche Hauptperson hier wirklich Entscheidungen treffen wird oder er wird sie treffen müssen. Das wird auch mit Sicherheit Stress bedeuten für unsere Klientin. Was hier auch sehr stark liegt, ist die Unverbindlichkeit in der Anerkennung. Also wie ich früher schon gesagt habe, er kommt, gibt ihr die Anerkennung, die sie braucht und dann wird er sich wieder zurückziehen. Und das Ganze wird unverbindlich sein. Also immer wieder das kurze, kleine Klick für unsere Klientin und das war es aber auch dann schon. Ich gehe auch wirklich stark davon aus, dass er wirklich noch eine andere Frau hat.
und dass durch diese Frau einfach zu keiner Festigung der Beziehung oder der Affäre unserer beiden Hauptpersonen geht. Dass es wird zu keiner Festigung in eine Beziehungsrichtung gehen, sondern eher noch auf dem Bereich der Affäre bleiben. Und wahrscheinlich wird es auch dann hin und wieder mal zu Trennungen kommen zwischen den Hauptpersonen, also was die Treffen betrifft. Hier sieht man auch den Rückzug von den Treffen, also es wird dann immer wieder in den Rückzug gegangen. Es liegt hier auch ein weiterer Mann für unsere Klientin. Der Mann ist aber auch schicksalhaft, also quasi ist es ein Seelengefährte, von ihm sind auch Gefühle da. Aber auch hier das Unverbindliche, also nichts, wo man sagen kann, es wird hier in eine feste Bindung gehen. Ein neuer Mann wird auf sie zukommen, er wird quasi ihr Leben dann umkrempeln. Ob das jetzt dann auch in eine feste Beziehung geht, kann man hier in diesem Bild nicht sehen. Da müsste man dann wirklich abwarten, bis dieser Mann auf sie zukommt, um zu schauen, was möchte der, wohin geht das. Momentan ist sie zu fest verhaftet in ihren Herzensmann, ist aber unverbindlich. Er wird sich wahrscheinlich nicht so entscheiden, wie sie das gerne möchte. Er bleibt unverbindlich, er kommt und geht, wie es ihm gefällt. Liebe ist trotzdem da von ihm. Also vielleicht sollte unsere Klientin hier wirklich einmal Tacheles reden mit ihm und sagen, so, entweder stehst du jetzt zu uns oder nicht. Und dann soll sie aber auch die Konsequenzen tragen und eine Trennung in Erwägung ziehen. Denn so wird er dann in die Gänge kommen, quasi diese Entscheidungen, die hier wirklich notwendig sind, auch zu treffen. Es mangelt hier nicht an Gefühlen für die Klientin, aber es mangelt vielleicht hier wirklich an dem Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und da sollte jetzt wirklich unsere Klientin den ersten Schritt gehen und sagen, bis dahin und nicht weiter. Entweder stehst du zu uns oder wir gehen getrennte Wege. Nur die sexuelle Basis, wenn sie das nicht möchte, sollte sie das auch nicht mehr tun. Was anders ist, wenn sie diese Affäre bleiben möchte, dann soll sie nichts verändern, dann soll es so weitergehen wie bisher. Aber wenn sie in eine tiefe Bindung mit ihrem Herzensmann gehen möchte, muss auch sie den ersten Schritt tun und ihm quasi die Pistole vor die Brust setzen und sagen, ich möchte nicht mehr nur deine Affäre sein. Und wenn er weiterhin darauf plädiert, auf diese Affäre, sollte sich unsere Klientin hier wirklich überlegen, ob sie das noch möchte und wenn nicht, zurückziehen. Es gibt ja noch den anderen Mann, der auch Gefühle für sie hat. Aber auch hier haben wir eher das Unverbindliche. Es ist ein Seelengefährte, vielleicht kann sie sich gut mit ihm austauschen, er tut ihr auch gut. Und der neue Mann, der in ihr Leben kommt, da einfach schauen, wie ist der, sich die Zeit nehmen, ihn kennenzulernen und dann schauen, in welche Richtung es geht.